Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scam. So, wir haben uns gestern Sorgen gemacht. Ich habe zwischen den Folgen die Batterie wieder aufgeladen, damit wir mit voller Batterie starten. Wäre unnötig gewesen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich will nachsehen. Ich will nachsehen. Es hilft alles nichts. Och, ja, diesmal bleibe ich nicht hier im... Richtig wäre es aber, hier stehen zu bleiben. So, ich bleibe nicht hier stehen, im Dorf. Sondern, wir fahren hier über das Brückel, weil über jedes Bachel geht der Brückel. So, und wir fahren dann da rechts nach oben. Da ist eine Burg, an der fahren wir vorbei. Bei der waren wir natürlich auch schon in Folge. Schieß mich tot, nö, mach das nicht. Ein Schlot. So, da waren wir ja auch schon. So, ich möchte da nur kurz mal den Stoppwechsel dann später auch überprüfen. So, wir müssen darauf. Verdammt, da hätten wir gleich abbiegen müssen. So, nach rechts oben oder wir fahren. Nö, wir fahren den direkten Weg, wir fahren den schnellen Weg, wir biegen nicht nach rechts oben und fahren über die Burg, sondern wir fahren die gelbe Straße weiter. Der Weg führt uns weiter! So. Hui. So, wie weit geht's denn noch? Hier runter würde es gehen zu dieser Militäranlage. So, vorne dann rechts abbiegen. Geht's da schon nach rechts? Ich denke ja. So, und zwar nach Zagorje. Mirkovic. I. So, wir wollen aber nach Zagorje. Sag mal, Mirkovic, kenne ich das eigentlich? Sagt mir jetzt überhaupt nichts. War ich da schon mal? Oh mein Gott. So, wir wollen da nach oben. Ich wollte doch eigentlich den Stoppwechsel ansehen. Oh, da ist jemand. Oh, da ist noch jemand. Hi. So, jetzt kommen zwei. Das ist gut. Hui. Jetzt steht er wieder auf. Oh, jetzt steht sie auch auf. So. Und beide. So, sie kommt auch noch. Hui. So. Jetzt steht sie nicht mehr auf. Oh mein Gott, war da ein Wagen? Ist da ein... Oh. Ein Quad, oder? Es ist ein Quad und das ist nicht ausgebrannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das Auge. Natürlich, das Auge wollen wir mitnehmen. So. Ein Quad, das nicht ausgebrannt ist, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Quad. Oh, wie cool. Es ist ein Quad, es ist ein Quad. Oh, ich mag die Quads hier auch. So, Moment. Au. Ich weiß nicht, wo hier die nächste Tanke ist. Fahre ich zur alten Tanke zurück. Wir haben ein Quad. Wir haben ein Quad. Oh mein Gott. Oh mein Quad, ein Quad. Falsch. Rum. Ei, 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 ei. Ja. Wobei Weitraut macht sich auf so einem Quad schon auch gut. Aber ich mag unsere Familienkutsche. Hui. So, da geht's nach. Genau, da fahren wir hier mal rein. Oh mein Gott, ein Quad. Und wo kommt die Batterie in dem Quad her? Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ist doch super. Super, super, super. Ich hätte zum Traktor schauen sollen. Im Erinnerungsdorf. Der Traktor, der dort steht. Vielleicht ist dort Batterie drin. Aber wer soll dort Batterie einfüllen? Das wäre ja Schwachsinn.
So, wir fahren einfach geradeaus weiter. Nö. Mir ist da meine Familienkutsche lieber. Ja, falls ich eine Familie finde, kann ich die kutschieren. Das würde Weitraut am besten gefallen. So, einen schönen Zombie-Eismann, ein paar kleine Zombie-Kinder. Oh, das wäre super. So, dann müsste nur Weitraut selber noch zum Zombie werden. Naja. So, da vorne kommt das kleine Gehöft. Ich glaube, da war nichts mehr, kein Fahrzeug. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Da haben wir vor ewigen Zeiten mal ein Fahrzeug abgeholt. Ewige Zeiten ist das hier. Oh, und da ist es gestanden, irgendwo so zwischen den Gebäuden. Ah, das war schön. Mir lasst das keine Ruhe. Gestern kurz angesprochen, der Polizeiwagen an der Tanke, der ist ja super. Der ist ganz toll, super. Tolle Wurst. Aber, wo ist das andere Auto hin? War das ein schwarzes Auto? Das war doch ein Auto. Ihr Lieben, meine Staffel hier so lieb verfolgt, schreibt mir doch, war dort ein zweiter Wagen? Ja oder nein? Bis der da ist. Oh, sag mal. So. Tatsächlich ein Karibär-Kit. So. Habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen und habe mir gedacht, oh mein Gott, wie cool. So, wir trinken auf den Schock gleich mal. Oh, krank. Einen Orangensaft, das ist gut. So. Ja, den werden wir da herstellen. So, Cola hinterher leeren. Was ist denn das? Apfel, genau. So, dann ziehe ich noch einen Lappen aus der Hose. So, da werden wir uns noch einwickeln. Trinken wir noch die Limo nach? Oder werden wir extrem auf die Toilette müssen. Och, dabei geht's noch. So, dann trinkt man noch die Limo nach. Den Käse könnten wir auch nachessen, wobei 94 Kilo, ja, schon langsam nimmt die gute Weitraut wieder zu. Man soll es ja nicht übertreiben mit dem Gewicht. Nicht. So, dann haben wir hier das Car Repair Set. Wo ist mein da? Ja, super. Jetzt brauchen wir nur noch einen Zombie, der fahren kann. Ja, da sind wir wieder beim Thema Zombie-Familie. Deswegen die Familienkutsche. So, wir bleiben kurz beim Traktor stehen. Ob der Traktor nicht auch, oder? Ein wenig Batterie und so. Hier, da, der Traktor. So, der Traktor des Nostalgie. So, der Traktor hat keinen Saft. Gut. Oder schlecht. Je nachdem. So, wir haben nachgesehen, hilft uns aber nichts. Wir fahren weiter. Vielleicht ist das ein Bär hier. So, wir werden mit dem Tank genau noch zur Tanke kommen. Ja, mit dem Tank zur Tanke. So. Natürlich werden wir wieder seinem Sprengstoff-Hans begegnen. Der Hans, der kann's. So. Natürlich kann auch Herbert, Hubert oder was auch immer. Ich nenne ihn Sprengstoff Hans. So, sehr gut. Sprengstoff Hans am Start. So, er hier. Er hier. Er.
Wo ist Hans? Hans hatte keine Lust mehr. Aber Hans macht die meiste Stimmung. Ach, da liegen von gestern noch die Sachen rum. So, wenn der jetzt auch ein Messer hat. Es ist das Messer von gestern. Liegen sogar schön nebeneinander, die Messer. So, keine Ahnung, wo Hans ist. Oh, das Köpfchen wackelt noch. So, noch mehr Messer, noch mehr Sachen. Alles kaputt. Keine Leuchtmittel. Leuchtmittel würde ich mitnehmen. Na, 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 na. Nein, keine Angst, wir sind jetzt nicht in jeder Folge bei der Tanke. Es sei denn, ich finde mehr Autos. Nö, nö, nö. So. Oh, gute Weitraut fährt nun das Quad tanken. Quad. Oh, da unten steht noch einer. Das ist nicht Hans. Es ist nicht Hans. So, Genickbruch. Wo auch immer Hans ist. Macht mich immer nervös, wenn Hans fehlt. So, gerade auf Tankstellen. Es muss doch einen Hans hier geben. So, besser gesagt, den Hans. So, wir füllen mal den Quad, das Quad, die Quad. Quad. So, voll gefüllt. So, jetzt werden wir noch irgendwas ausschlabbern. Das hier, alles trinken. 76 von 100, der ist ganz gut. So, da könnte man auch einen Polizeiwagen reparieren. Ja, warum willst du das tun? Der steht ja nur so da. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht werden die auch langsam kaputt mit der Zeit. Kaputt, alles wird kaputt. So. Aber wir nehmen das mal in die Hände. Hände nehmen! Was? Verliert der Treibstoff? Der war doch voll! Wieso? Egal. So, reparieren. Der ist doch voll. Und jetzt ist er repariert auch noch. Polizia. Polizia. Super sieht er aus. Halt ohne Batterie. Aber so gut wie neu. So, wir packen das Quad. Quad. So, und fahren wieder zurück. Ah, das Quad, es ist getankt. Und die Batterie ist, naja, über die Hälfte voll. Gut, Hans braucht uns nicht mehr zu kümmern. Wo auch immer Hans jetzt ist, dort soll er bleiben. Am besten, wo der Pfeffer wächst. Hans und der gute Pfeffer. So ein Nostalgiedorf. So Spikowina, glaube ich, heißt das. Und wir fahren da weiter. Ja, ich habe ihn schreien gehört. Also okay, so. Der muss schreien. Der bekommt Zähne. Also so Quad ist doch auch cool. So. Moment. Mal kurz wieder ein wenig Richtung Mitte der Straße lenken. Also, wir fahren hier geradeaus und dann biegen wir ab. Nach rechts. Oder? Genau. Oh, ist das schön. Der Schlot. Ja, können wir uns dann auch noch anschauen. Aber ja, es ist so viel zu tun. So viel zu erkunden. Und ja, dass ich jetzt plötzlich wieder so Sachen wie Quad und sowas finde, das ist schon ganz interessant. Sollen wir dich mitnehmen? Oh, sorry. So. Nein, wir müssen geradeaus. Da habe ich das letzte Mal auch überlegt, glaube ich.
Schön mittig fahren. Ja, den Mittelstreifen auffressen. Wie Pac-Man. Ach, schön, schön. Und wir haben ein gelbes Quad. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt zu Hause in der Base haben. Wobei wir waren, keine Ahnung, gefühlt seit 100 Folgen nicht mehr in der Base. To the base, to the base. Ja, war einfach nicht mehr. So, Moment. Ich glaube, hier habe ich letztens gestern, glaube ich, auch auf die Map gesehen. Ich schaue auch jetzt auf die Map. So, wir biegen dann rechts ab. Und da müsste unser Wagen dann langsam auftauchen. Ich habe aber eine Idee. Haben frisch gespawnte Fahrzeuge eine Batteriegrundladung sozusagen? Und wieso hat der Polizeiwagen ein wenig Treibstoff verloren gehabt? Es war ja nicht viel. Das sind Dinge, die werden wir nie erfahren. So, und Quad kommt nicht zu den Schleudern. Ist auch gut. Und egal, ob ich links oder rechts zum Quad einsteige, ins Quad einsteige, es ist immer richtig. Sind Sie der Parkservice? Hallo? So, dann durchsucht man mal. So, was hat er dabei? Keine Leuchtmittel? Ein Mobiltelefon. Was haben die Leute hier in der Gegend mit ihren Mobiltelefonen? So, Stoppwechsel, kurz mal reinschauen. Ich brauche eine Toilette. Aber echt dringend. So, wir fragen da mal nach. Nehmen wir den Hintereingang oder den Vorderweg? Wir gehen vorne rein. So, mit der Flinte oder... Ah, komm. Wir machen es kurz und bündig. Da ist ja gar niemand. So, Tür zu. Auf der Toilette möchte Walter nicht gestört werden. So. Ja, da können wir uns dann ausschlafen. Nein. Eine Waschmaschine? Okay. So, war schon dringend jetzt. Oh, nur nichts. Ja, genau. Oh. So, ich hoffe, wir spülen gut aus. Wir sind über 2000%. Oh, das ging aber schnell, Weitraut. 94,9 Kilo, Weitraut. Vielleicht machen wir ein Abnehmprogramm. So. Ein Haarband liegt da. Ja, wir sprechen übers Abräumen, Abnehmen und weiter. Und läuft schon zum Herd. So, vielen Dank, dass ich die Toilette hier benutzen konnte. Stoppwechsel. Okay, ja, für große Seite brauchen wir noch ein wenig Zeit. So. Wir fahren mal. Ja, wie cool. Mit dem Quad. Quad. So. So, wir fahren da weiter. Also, jetzt zum Plan. Das wird leider in dieser Folge nicht alles mehr sich ausgehen, weil wir nähern uns schon mit Riesen... Wo geht's denn da links rein? Ja, nur nicht ablenken lassen, was? Genau. Wir nähern uns schon mit riesen Schritten dem Folgenende, weil 20 Minuten. Aber der Plan, aktuell der Plan, wie folgt. Gerade vor uns kommt dann irgendwann einmal ein Dorf. Und in diesem Dorf würde ich das hier, da, man sieht schon. Ah, das ist ein schönes Dorf, ein großes Dorf. Da fährt man auch über ein Bächlein. Und da würde ich am Ende des Dorfes das Quad abstellen. Quad. Und dann zu Fuß zurück, um die Familienkutsche zu holen. Ja, aber macht das alles Sinn? Das weiß ich noch nicht. So, Blase geht nach rechts rein.
Oh ja, und hier ist wieder ein Traktor, ich kann mich erinnern. Oh, da war damals dieses unsägliche Update. Das hat hier begonnen. Da war das erste Mal, dass ich festgestellt habe, wir haben keine Batterie mehr im Traktor, so wie jetzt. Wie katastrophal. Ja. So, da ist auch eine Polizeistation da vorne. Oh, hallo, grüß Gott. So, und da vorne, da wo der Typ wankt. So, hier beim Ortsschild. Mitten auf die Straße werden wir das Quad abstellen. So, super. In Zagorje. So, meine Lieben, und jetzt geht's ans Zurücklaufen. Wir werden durch Zagorje, durch das Dorf zurücklaufen, den ganzen Weg nach unten bis zur Familienkutsche und ja, dann fahren wir zurück. Und hier in Zagorje lassen wir das Auto stehen. Das Auto, das Quad. So, Car Repair Set lege ich aber vielleicht... Lasse ich mir das im Inventar? Wir müssen nämlich sowieso laufen. Also es ist wichtig, dass wir jetzt der guten Weitraut ein wenig Bewegung gönnen. Fast 95, mit 80, 85 und so waren wir ja noch einverstanden, aber jetzt so mit 94, naja. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.